Hallo und herzlich willkommen hier zum weiteren Teil vom Winterdienstprojekt im LS19. Und ja, jetzt ist es, also ich habe jetzt ein paar Tage übersprungen. Ich weiß jetzt nicht, warum da oben 18 steht, später Herbst, weil wir waren glaube ich schon bei 20 oder so, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall kein ganzes Jahr vorgespult, so einfach ein bisschen weiter. Und hin und wieder ein bisschen hin und her gewechselt zwischen wie lange eine Saison sein soll, vielleicht deswegen hat es verstellt. Ist aber auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall haben wir jetzt starken Schneefall und ich würde sagen, wir rücken gleich mit einem Schneepflug aus. Ich habe beide wieder Schulter geparkt und hergerichtet, also Salz aufgefüllt und so. Und ich würde sagen, wir rücken einmal aus und schauen, ob schon irgendwo angelegt hat. Weil wenn, dann müssen wir gleich räumen. So, es hat offenbar noch nicht so angelegt, weil denn unsere Einfahrt ist ja auch noch frei. Aber wir fahren jetzt einmal unsere Kunden ab, wo wir halt bis jetzt geräumt haben. Und schauen, ob wir salzen einmal oder schauen wir einfach mal. Dadurch, dass es jetzt dann noch nirgendwo angelegt hat, würde ich sagen, wir salzen jetzt einfach mal die Flächen grob und ja, mehr können wir im Moment eh nicht tun. Dann fahren wir jetzt einfach nochmal alles ab und salzen. Hätte man doch auch schon auf dem Hinweg machen können. Aber ich wollte jetzt mal kontrollieren, ob es irgendwo schon angelegt hat und ja. Dann natürlich der Weg um mit zum See wird auch nur gesalzen. Die Flächen haben wir jetzt alle gesalzen, jetzt fahren wir noch einmal schneller beim Fahrzeughändler durch und oder beim Maschinenhändler und nachher noch drüben beim Supermarkt Parkplatz. Nachher haben wir eigentlich so ziemlich alles in dieser Umgebung da zum Sägewerk auf. Ich fahre jetzt extra nicht, da fahren wir dann erst, wenn es angelegt hat, wenn es überhaupt anlegt. Und ja. Dann müssen wir jetzt gerade noch da einmal zurückfahren. Natürlich hat es im Spiel keinen Zweck, dass wir jetzt da drüber fahren und einmal salzen. Aber in der Realität wäre es halt jetzt nicht so schnell anlegen und geht natürlich auch verhindern, dass es ganz rutschig ist. Wir machen es jetzt einfach mal, damit es realistisch bleibt so. Fahren wir dann noch schnell durch. Zack. Und wir sind eh schon fertig. Und wir haben sogar noch einen Unfall verhindert mit dem Fahrzeug da. Ich wette, jetzt fahren wir auf den Hof und nachher legt es an. Wenn nicht, nachher sehen wir uns bald einmal wieder. So, dann packen wir meinen Schneepflug da ein. Und dann sehen wir uns gleich wieder, falls es anlegt. Und sonst sehen wir uns auch wieder. So, es hat bis jetzt fast geschneit. Es hat allerdings nicht so angelegt. Es war dann auch am Ende nur mal ganz, ganz wenig und leicht. Ich wäre die ganze Zeit bereit gewesen, rauszufahren. Trotzdem starken Schneefall hat es heute eben leider nicht so angelegt. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Wenn dann wäre vielleicht mehr Schnee liegt, dass wir auch wieder mal richtig rausfahren müssen. Bis dahin, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert auch gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst es auch nichts mehr. Und ja, dann schaut auch gerne in die anderen Projekte vorbei, die sind auch sehr spannend. Und dann ciao.